Eine Frau fährt mit ihrem Elektrorollstuhl von rechts ins Bild. Sie trägt einen gelben Pullover und als sie stehen bleibt, grinst sie offen in die Kamera. Bunte Farbtupfer fliegen von links in das Bild. Sie formen auf weißem Hintergrund einen Kreis und werden zu einem Logo mit dem Schriftzug Fachkolleg Inklusion an Hochschulen gendergerecht. Also mein Name ist Isabel, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe an einer Universität studiert und zwar Literatur- und Kulturwissenschaften mit Geschichte und katholischer Theologie. Das hat sehr gut funktioniert, weil es sich um eine Campus-Universität gehandelt hat. Das heißt, ich bin da mit meinem Rollstuhl sehr gut zurechtgekommen, weil die Wege relativ kurz waren, weil es auch gute Netzwerke gab für Studierende mit Behinderung und fast alle Gebäude auch für mich als Rollstuhlfahrer zugänglich waren. Und wenn das nicht der Fall war, hat man immer gute Kompromisse gefunden, wie man an der Veranstaltung trotzdem teilnehmen kann. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. An der anderen Universität, wo ich dann zum Master hingewechselt bin, waren die räumlichen Gegebenheiten nicht mehr ganz so ideal, aber hat auch funktioniert, beziehungsweise hat auch nicht mehr so die Rolle gespielt, weil ich mich dazu entschieden habe, den Master nicht abzuschließen und dann doch ein Volontariat zu absolvieren. Welchen Barrieren bist du begegnet? Für mich als Rollstuhlfahrer waren tatsächlich die größten Barrieren, damit umzugehen, wenn Veranstaltungssäle nicht zugänglich waren und dann mit den Professoren ins Gespräch zu gehen, was es für Alternativen gibt oder wenn Klausuren geschrieben werden mussten. Also ich kann aufgrund meiner Behinderung nicht so schnell schreiben. Das heißt, ich musste Nachteilsausgleiche beantragen, dass meine Assistenten dann Schreibhilfe sein dürfen in den Klausuren. Teilweise auch Berührungsängste, also Berührungsängste abzubauen eben auf beiden Seiten, sowohl Dozenten, Professoren als auch Kommilitonen. Wie hast du diese Barrieren überwunden? Ich konnte schon vor Studienbeginn reinschnuppern, ausprobieren, wie rollstuhltauglich die Uni ist, habe auch Probevorlesungen machen können und habe mich dann schon recht sicher gefühlt, als ich ins Studium gestartet bin. Überwunden habe ich sie im Grunde durch offene Kommunikation, dass ich dann einfach entweder habe ich gemerkt, die Studenten, also die Kommilitonen oder die Professoren haben Fragen und haben sich nicht getraut, es anzusprechen, oder ich habe einfach ungefragt schon ganz viel von mir erzählt, dass die dann einfach alle gemerkt haben, oh, die kann ganz normal reden und dann trauen wir uns das vielleicht auch. Was wünschst du dir? Also ich habe meine Studienzeit als sehr positiv in Erinnerung. Ich glaube, ich hatte gar nicht so viele Änderungswünsche, außer vielleicht, dass es irgendwann soweit ist, dass die Studierenden mit Behinderungen gar nicht mehr so viel selber sich ständig erklären, sondern dass Diversität und auch Herausforderungen im Studienalltag einfach schon bekannter ist. Dass auch Dozenten, Professoren und sonstiges Universitätspersonal von vornherein sensibler ist für Behinderungen und Herausforderungen. Hast du noch einen Rat? Und ich würde deshalb empfehlen, sich einfach die Uni vor Studienantritt mal anzuschauen und auch vielleicht auch verschiedene Unis zu besuchen, dass man einfach so ein bisschen das Gefühl hat, man kann jetzt gucken, wo kommt man am besten zurecht. Dann hat man wahrscheinlich einen guten Studienstart und auch einen guten Studienverlauf, weil es ist schon so, dass die Voraussetzungen in Deutschland sehr unterschiedlich sind. Und jede Behinderung braucht ja auch einfach andere Voraussetzungen, um gut zurechtzukommen.